Hey Leute, ich bin Silona und ich mache heute, ich muss selber einmal durchatmen, weil ich selber noch nicht glauben kann, die 10.000 Kalorien Challenge. What the fuck? Die Geschichte dahinter ist, ich habe in einem Q&A die Frage beantwortet, das war so eine Vermutung, du kannst viel essen, du wirst niemals satt. Und das ist halt die Wahrheit. Und ich habe in dem Video gesagt, ich könnte locker 10.000 Kalorien essen. Und ihr habt alle in den Kommentaren gesagt, mach die 10.000 Kalorien Challenge. Also werde ich das jetzt einfach mal machen. Es ist jetzt 7:45. Ich werde jetzt losfahren zur Bäckerei und werde mir erstmal zwei belegte Brötchen holen und noch so ein paar süße Sachen, dass man einfach so einen Mix hat von herzhaft und süß. Ich schaue einfach, worauf ich Bock habe und hole das. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie vorgeplant, was ich esse. Das ist jetzt heute einfach mein Cheat Day, wo ich mir so wirklich alles gönne, worauf ich seit längerem Bock habe. Ich esse nämlich seit längerem in einem Kaloriendefizit und jetzt ist der richtige Cheat Day. Ich habe das noch nie so wirklich gemacht, dass ich so einen heftigen Cheat Day gemacht habe. Eigentlich mache ich immer so ein Cheat Meal. Oder ich esse halt generell nicht so gesund, aber dafür halt nicht so viel. Und das wird heute heftig. Und ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Stimmt hier gerne ab, ob ich es schaffe. Denkt ihr, ich werde es schaffen oder nicht? Und diese Videos sind ja immer ziemlich kontrovers gesehen, weil wir stopfen uns halt so mit Essen voll, während halt andere Menschen nichts zu essen haben. Und deswegen werde ich auch auf jeden Fall pro 1000 Aufrufe einen Betrag spenden. Und das werdet ihr dann alles auf Instagram und Twitter sehen. Halt je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit dieses Video bekommt. So viel werde ich dann halt noch spenden. Und ja, jetzt fahren wir los zur Bäckerei, denn die Zeit läuft. So, ich bin jetzt zurück vom Einkauf und ich würde sagen, es war ein mega guter Einkauf. Ich habe mega viel gefunden, worauf ich mega Bock habe. Ich war zuerst bei einer Bäckerei und habe so zwei belegte Brötchen geholt. Eine so eine Käselaugenstange mit Körnern und Schokocroissant. Und dann bei der Lidl-Bäckerei habe ich mir diese drei Donuts geholt. Der hier ist so heftig, den hatte ich schon mal. Das ist einfach ein Donut gefüllt mit Vanillecreme. Hammer. Deswegen habe ich den zweimal geholt, weil ich schon wusste, dass ich den mag. Und dann habe ich mir einen so einen Oreo-Donut geholt. Beziehungsweise einen Neo-Donut, weil die dürfen das ja nicht Oreo nennen. Der ist auch gefüllt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich noch einen zweiten geholt. Ganz wichtig, auch genug trinken. Und nicht sofort den ganzen Süßkram essen. Ich fange jetzt erst an mit der Laugenstange. Den belegten Brötchen und dann esse ich so den Süßkram. Dann habe ich mir noch Pommes geholt für später. Kartoffelgratin und Mozzarella. Diese geilen Kekse. Und Mayo für die Pommes. Und bevor es jemand kommentiert, dieses Video hat keinen Sinn. Wirklich so gar keinen Sinn. Es ist so pure Unterhaltung. Ich hoffe wenigstens Unterhaltung. Ich schaue jetzt ein bisschen The Blacklist, mache mir das hier unten an und esse währenddessen. Und filme euch natürlich, wie ich das alles esse. Ich fange an mit dem Brötchen. Darf ich mal erwähnen, dass ich mich ein bisschen überschätzt habe? Ich habe ein belegtes Brötchen geschafft. Eine Hälfte davon, ein paar Bissen Donut, nichts vom Schokocroissant. Und ich bin low-key satt. Also eigentlich würde ich jetzt aufhören zu essen. Also was heißt, ich würde jetzt aufhören zu essen. Ich könnte aufhören zu essen. Das ist eine Challenge. Der Donut ist heftig. Reicht jetzt erstmal. Ich habe halt keinen Bock, schon direkt den Tag mit Bauchschmerzen zu starten. Gerade muss ich sagen, schmeckt es halt auch irgendwie nicht mehr. Und das ist immer so der Punkt, wo man dann aufhören muss. Deswegen sehen wir uns später wieder. Ich habe jetzt gerade kurz gepennt, was man wahrscheinlich ein bisschen sieht. Ich war so unnormal müde, deswegen geht es mir jetzt echt viel besser. Und ich habe auch ein bisschen Hunger bekommen und gehe jetzt eine Runde spazieren mit meiner Oma und meiner Schwester. Damit ich mich ein bisschen bewege, ein bisschen Kalorien verbrenne, damit ich auch ein bisschen mehr essen kann. Hi! So Leute, es ist jetzt schon 13:45 Uhr.
53. Also Ilona hängt ein bisschen in einer Zeit hinterher. Bisschen. Ich blende euch jetzt hier ein, was die Mahlzeit 1 war. Und zwar war das eine Laugenecke, halt mit Käse, Remoulade und Gurke, Tomate und Salat, aber es sind ja keine Kalorien. Die hatte 750. Dann einmal diesen Oreo-Donut mit 240. Einen halben Vanille-Donut, 120. Die Hälfte von der Käselaugenstange, 150. Hälfte Laugenecke, 320. Also insgesamt hat die erste Mahlzeit 1580. Und wenn man jetzt mal so bedenkt, dass ich heute die 10.000 Kalorien Challenge mache, dann ist das ziemlich wenig. Ja, übel. Aber wenn man bedenkt, dass man manchmal an Tagen nur 1580 Kalorien isst. Was dumm ist. Und dann die Mahlzeit 2 war jetzt eben vorm Spazierengehen. Ich habe nämlich, wie ich euch schon gesagt habe, ein bisschen geschlafen und dann habe ich wieder Hunger bekommen. Habe dann noch die andere Hälfte vom Vanille-Donut gegessen, die Hälfte von der Käselaugenstange und das waren dann 270. Also waren es insgesamt 1850. Ja, ich bin jetzt bei 1000, nein, 2, doch, 1000, oh, ich dachte gerade schon 2000, nein, wir sind noch bei den 1000. Aber ich habe jetzt Pommes im Airfryer und die esse ich dann gleich mit Mayo. Also ist das die Mahlzeit 3. Und wir waren gerade eine Stunde spazieren, das heißt, ich habe jetzt auch wieder richtig Hunger. Gut. Also so nach dem Frühstück ging es mir echt so ein bisschen so, aber mir ging es generell ein bisschen scheiße, weil ich halt einfach wenig geschlafen habe. Immer. Die müssten immer reden, sobald wir filmen. Naja, auf jeden Fall trinke ich jetzt ein bisschen Wasser und warte auf meine Pommes. Beziehungsweise Laura meint, ich soll jetzt schon einen kleinen Snack haben, deswegen. Deswegen haben wir hier einfach immer noch den Teller, der einfach immer noch nicht weg ist. Das ist immer noch ein Vanille-Donut, ein ganzes Schokocroissant und das halbe belegte Brötchen. Ja, so ein bisschen davon snacken kannst du halt. Ja. Ich bin low-key neidisch. Echt? Ich will das gerade gar nicht irgendwie. Ja, kann ich ein bisschen verstehen, aber... Was würdest du am meisten wollen? Den Donut, oder? Ja, ich würde da gerne einmal reinbeißen. Oder den Schokocroissant. Oder ich würde überall einmal reinbeißen. Laura meint halt, dass es ein bisschen unfair von mir ist, dass ich das genau jetzt mache, wo sie fastet. Weil sonst hätte ich mitgemacht. Dann gäbe es von Laura so eine vegane. Aber kannst du ja immer noch machen. Nach der Fastenzeit. Weil du kannst ja auch gucken, wie viel schaffe ich. Wenn ich zum Beispiel 10.000 nicht schaffe, dann kannst du mich battlen. Oh. Und dann kann ich dich wieder battlen. Meinst du, du schaffst die 10.000 etwa nicht? Ehrlich gesagt nicht. Kannst du mir ein Tuch geben? Nein. Ich muss sagen, dieses Croissant ist echt nicht so gut. Wenn ich was esse, zeige ich es euch. Sage ich euch Bescheid, was ich gegessen habe. Probier doch einmal auf, das aufzuwerben. Ich will das gar nicht. Ich bin nicht so der Mensch, der so gerne so süß ist. Außer Donuts. Donuts finde ich echt geil. Aber Croissants sind eigentlich auch geil, finde ich. Ne, ich finde Donuts irgendwie geiler. Oh. Interesting. Darf ich da mal dran schnuppern? So eine Vanillecreme-Füllung. Riecht gut. Jetzt packen wir ein bisschen Bratkartoffelgewürz drauf. Und mischen das so ein bisschen durch. Kannst du mir eine Gabel geben? Sure, my lovely darling. Oh nein! Oh. Egal. Mal ein bisschen losmischen. So Leute, die Zeit rennt. Es ist 16.35 Uhr und ich habe euch ja eben gezeigt, dass ich die Pommes gegessen habe. Leider war meine Speicherkarte dann wieder voll. Ich hatte 400 Gramm Pommes mit 520 Kalorien, 50 Gramm Mayo mit 350 Kalorien. Voll krass, oder? Dass einfach die Mayo fast so viele Kalorien hat wie die Pommes. Und dann kamen wir insgesamt auf 990. Also sind wir jetzt circa bei 1000. Ne, wir sind bei 2000. Yay! Wir haben ein Viertel geschafft. Nicht mal ein Viertel weniger. Wir sind circa bei 2200
2600. Ich bringe jetzt eine Cola Light, das hat ja keine Kalorien. Und es gibt ja die Theorie, dass Cola Light hungrig macht. Also testen wir das mal aus. Und dazu esse ich einfach mal eine Packung Schokofresh. Jedes hat 120 Kalorien und hier sind 5 Stück dran. Also sind wir dann bei 500. Jetzt bekommt ihr mit, wie schlecht ich in Mathe bin. 20, 40, 60, 80. 600 Kalorien hat diese ganze Packung. Die Schokofresh sind weggehauen. Und jetzt esse ich ein paar Crunch Chips Africa Style. Leute, ich bin so excited. Das ist meine Pizza. Das ist die Dr. Oetker La Mia Grande. Und dann habe ich noch so ein bisschen Hollandaise draufgegeben und nochmal extra Mozzarella. Also diese Pizza hat auf jeden Fall so circa 1000 Kalorien. Sind beim letzten Stück angekommen. Es schmeckt immer noch mega geil, aber ich kann sogar noch. Das Schlimme ist aber, wenn ich die Pizza aufgegessen habe, bin ich trotzdem erst bei 3000 irgendwas Kalorien. Das heißt, ich bin nicht mal bei der Hälfte. Und wir haben gleich 18 Uhr. Ihr merkt, es wird gerade hart. Ich muss mich schon hinlegen. Ich bin erst bei 4440 und es ist 5:30. Was macht man dann? Natürlich Eis, weil Eis geht immer, auch nach dem Essen. Platz für Eis ist immer da. Das habe ich bei Lidl gekauft, das sah ganz geil aus. Halt so günstiger aus Ben & Jerry's. Da esse ich jetzt erstmal eins von. Wenn ich noch kann, esse ich noch ein zweites. Und wenn ich noch kann, esse ich auch noch das dritte. Jedes hat 232. Also wenn ich alle esse, habe ich dann wieder nochmal so 700. Also wir sitzen hier und die Lona ist am Eis essen. Und ich war eben in der Küche und habe Mittag gegessen. Wir sind jetzt bei... Ne, 4900 sind jetzt. Okay, 4900. Ich weiß nicht, bei welcher Zahl ich bin. Ich glaube nicht bei derselben. Ich entschuldige mich für das Licht. Es ist schon 8 Uhr. Ich bin mir halt mittlerweile sicher, dass ich die 10.000 nicht schaffe. Aber ich denke mir so, ich habe das jetzt angefangen. Ich werde es jetzt auch noch zu Ende bringen und werde jetzt nicht am Ende aufgeben. Ich bin echt enttäuscht von mir. Ich bin wirklich enttäuscht von mir. Ich dachte, ich hätte wenigstens ein Talent. Und das Talent ist Essen, aber nicht mal das kann ich. Ist ein trauriger Tag. Ich habe hier noch so Toblerone mit in mein Zimmer genommen, weil dieses kleine Stück hat schon 530 Kalorien. Ich sehe so aus, als hätte ich geheult. Habe ich tatsächlich heute nicht. Aber ja. So, hier haben wir mein leckeres Knoblauchbaguette. Hi Bitches, it's me. Ich esse Toblerone und wir reagieren auf Eis. Von Shireen David. Und ich habe das nicht gerade erst angehabt. Hä? Nein. Okay. 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 Mhm. Das war eine krasse Reaktion. Review? Also ich finde ja, Shireen David kann gar nicht rappen. Und sie ist einfach nur eine Nicki. Sie ist Plastik. Sie ist Plastik und einfach nur eine Nicki Minaj Kopie. Und trotzdem hat sie mehr Geld, als du jemals haben wirst. Gib's den Hater noch richtig. Gib ihm. Gib ihm, ey. Bei allem, was ich esse, denke ich mir so, hatte ich besser eine Erinnerung. Außer. Außer? Sind da irgendwie auch Rosinen dran? Nein, aber so Stücke, so karamellig irgendwas. Hast du Fruit and Nut gekauft oder nein, was? Nein, oh mein Gott. Nein, hast du nicht. Ich habe das heute gesehen, als du das genommen hast, war ich so, boah, wieso macht man Fruit and Nut? Ich meine Schokolade an. Hallo, ich will da nur reden. Ihhh. Toblerone riecht schon lecker. Ja, aber da sind so Stücke drin. Das fühlt sich an wie Rosinen. Und ich mag kein Obst. Bei allem denke ich, dass es besser war. Hör mal, ich habe Toblerone. Irgendwie, Echt nicht? Was lernt man daraus? Außer bei Schokofresh
und Pizza. Okay, und was lernt man daraus? Esst Sugarfresh und Pizza. Man merkt halt, dass es irgendwie alles gar nicht so geil ist, wenn man es quasi darf. Hm? Weißt du, es ist halt so verboten und deswegen so. Hm? Oh mein Gott, wie wenn man und jetzt, wo man alles darf, guckt man so auf Chips und ist so, oh mein Gott, wie lecker. Jetzt liegen die so auf meinem Schreibtisch und ich würde die am liebsten aus dem Fenster schmeißen. So schlimm. Ich habe wieder eine Rosine im Mund. Es ist keine Rosine. No. Nein. Ganz egal, ob Euro, yeah, no, oder weißt du, es ist so depressing, weißt du, so, man will es immer essen und dann sage ich so, heute darf ich alles essen. Und es schmeckt nichts. Es schmeckt schon, aber ich will einfach nicht mehr. Ja. Hässlich. Ich weiß nicht, wie der Text ist. Und gesamt sind wir jetzt bei 5.980. Ding, 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 ding. Wenn ihr wollt, dass Laura und ich mal die Challenge zusammen machen. Ey, das müssen wir eigentlich echt machen. Und dann machen wir es dann zusammen. Und dann machen wir es halt gegeneinander. Ja, so ein Battle. Wer schafft mehr? So ein Battle. Ich würde gerne Videos machen, in denen ich so esse wie eine andere Person. Zum Beispiel eine Idee ist, ich esse wie ein Victoria's Secret Model oder ich esse wie Trisha Paytas oder ich esse wie meine Schwester. Dann kannst du mir so einen Tag. Oh mein Gott, willst du einen Tag wie ich essen? Ja, wenn es sein muss. Du Arme, das ist ja voll die Qual. Du kannst ja auch Sachen dann machen, die ich mag. Nö, wenn schon richtig. Ja, wenn ihr das sehen wollt, wie ich mich quäle und Hummus esse. Reiswaffeln mit Hummus, ne? Gib dem Video einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ich warte auf 100k. Das war's mit dem Video. Ah, lecker, ja. Diese Geräusche waren nasty. Ich hab so messy Haare. So, oh mein Gott, I'm so messy. Like, she's so messy. Ich hab nicht mehr meine Haare gemacht, lol. Da ist noch eins drin. Wollen wir teilen? Oder wolltest du gar keins? Du kriegst aber die kleinere Hälfte.